In unserer ARD-Toleranzwoche sprechen wir oder stellen wir Ihnen Flushing vor. Das ist ein Stadtteil von New York, der wirklich ganz besonders ist. So besonders, dass sich selbst die Harvard-Forschung damit beschäftigt hat. Denn es ist der religiös gemischteste kleine Flecken auf der Welt. 2,5 Quadratmeilen ist Flushing groß. Und hier gibt es 200 verschiedene Gotteshäuser, vom Hindu-Tempel über Kirchen, Moscheen, Synagogen, buddhistische Tempel, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und während unterschiedliche Religionen sich in anderen Teilen der Welt bekämpfen, funktioniert das hier alles wunderbar, dieses Nebeneinander. Unsere MoMA-Reporterin Isabel Shayani wollte wissen, warum. Wir sind hier im 7 Train. Das ist ein Zug, der fährt quer durch New York, von Times Square bis in den Stadtteil Flushing. Und in Flushing gibt es so viele Kirchen und Gotteshäuser wie sonst nirgendwo auf der Welt. Und mich interessiert jetzt natürlich die Frage, ist das ein Miteinander oder eher ein Nebeneinander? Zuerst kommt es mir so vor, als wäre ich in China, Korea und Taiwan gleichzeitig. Aber dann sehe ich, in Flushing lebt und betet die ganze Welt. Über 100 Kirchen. 6 Hindu-Tempel, Synagogen, hier leben Bahai, hier leben Sikhs, und zwar auf engstem Raum. Und mittendrin treffe ich John Shu. Der ist so eine Art Stadtteilmanager. Ich glaube, Flushing ist wirklich so eine Art Epizentrum von Vielfalt in den USA. Wir kriegen hier jeden Tag so viele neue Menschen her, sagt er. Sind Sie denn selber von hier? Ja, ich wohne in Flushing. Und was ist Ihre Religion? Ich bin Quäker. John zeigt mir die Versammlungsstätte der Quäker, das älteste religiöse Gebäude von Flushing. Die Quäker sind eine christliche Bewegung. Ihr Gottesdienst besteht vor allem aus Schweigen. Da sprechen sie direkt mit Gott, ganz ohne Priester. Der Gottesdienst dauert meist eine Stunde. Sie sind eine Stunde lang still? Ja, es ist wie eine Meditation. Quäker sind bekannt für ihre Toleranz. Und ohne dass ich frage, sagt John, Quäker werben nicht für ihren Glauben. Wir und auch ich, wir leben unseren Glauben in unserem täglichen Verhalten. Ich verstehe John so. Missionarische Zurückhaltung ist wichtig, wenn Bewohner verschiedener Religionen oft aufeinandertreffen. So wie gerade hier, vor der methodistischen Kirche. Das ist eine Gemeinde von schwarzen New Yorkern. Auf ihre Hilfe hoffen und warten hier die vielen Chinesen. Also die Schwarzen helfen den Chinesen. No, speak English. Only Chinese. How do you speak to Aber wie sprechen Sie denn mit den Menschen in der Kirche? Ja. Also eine Barriere und eine Herausforderung müsste hier die Sprache sein. Jetzt gucke ich mal im Keller nach, da wo es die Lebensmittel gibt, wie die jetzt miteinander kommunizieren, wenn sie das Essen austeilen. Die erste, die ich jetzt treffe, ist Mrs. Williams. How do you communicate with them? Wie kommunizieren Sie miteinander? Gesten, das alles. And smile, und lächeln. Und die Hände machen Komm und Stopp. Go, you know. So mache ich das. That's how I do that. Die können nicht miteinander reden. Nehmen, nicken, weiter. Das stört die schwarzen Frauen aber nicht. Sie helfen ihnen einfach. Da die wartenden Chinesen in der Schlange mich nicht verstehen, frage ich Shirlene, die einzige Schwarze, die hier Essen bekommt. Sie steht am Rand und fällt mir deshalb natürlich auf. Die Asiaten bleiben natürlich meistens unter sich. Bei Suppenküchen und so, da stehen sie natürlich auch an, so wie wir. Die Kirche versucht, allen zu helfen, die Hilfe brauchen. Also müssen wir lernen, mit ihnen zusammenzuleben. Ich glaube, jetzt habe ich ein klein bisschen verstanden. Toleranz bedeutet nicht, ich muss sie ändern, sondern Toleranz bedeutet hier, man lässt sie einfach. Man erträgt es. So hat sie es gerade erklärt. Am frühen Abend. Ein Häuserblock, eine Welt weiter. Ich traue meinen Augen nicht. Da wird ein Auto gesegnet. Und zwar komplett. Felgen, Reifen, Kühlerhaube. Von einem Hindu-Priester gleich vor dem Tempel. Im Tempel ein Ritual für den Gott Shiva. Die Hindus, meist aus dem Süden Indiens, haben hier einen der größten Hindu-Tempel der USA gebaut. Den Gemeindevorstand frage ich, was für Probleme Sie hier mit der Toleranz haben. Also eigentlich, bevor Sie diese Frage gestellt haben, habe ich nie darüber nachgedacht. Wir sind total zufrieden hier. Wir haben mit keiner anderen Gemeinde Reibung. Und bei allem Respekt, aber so wie Sie fragen, scheinen Sie ein Problem in Ihrer Gesellschaft zu haben. Die Freiheit, die sich dieses Land hier leistet, die ist ausgezeichnet.
is excellent. Ist diese Toleranzfrage wirklich eine deutsche? Wir wollen ja gerne, dass alle zusammenleben. Hier wollen sie das aber irgendwie gar nicht. Bist du Hindu, machst du dein Ding und gehörst trotzdem dazu. Jeder hat seine Heimat und sein amerikanisches Leben. Der Muezzin ruft zum Gebet. Wir sind in einer Moschee und ich ziehe mir als Zeichen des Respekts jetzt das Kopftuch an und die Männer beginnen jetzt zu beten. Vielleicht denke ich zu negativ. Wieso kommen denn hier alle so einfach miteinander aus? Hassan, ich wüsste gerne, wie so viele Religionen so eng zusammenleben. Der strenggläubige und konservative Moslem Hassan antwortet mir und er sagt, wir haben hier diese verschiedenen Bereiche, wo nur Chinesen leben, Südostasiaten oder nur Südamerikaner. Wir haben hier diese Blasen, aber jeder hat Respekt vor den Bereichen, vor den Blasen der anderen. Bubbles, Blasen nennt Hassan das. In Deutschland würden wir sagen, die schotten sich ab. Stört aber hier keinen und vielleicht ist das ihr Geheimnis. Vielleicht funktioniert die Sache mit den vielen Glaubensblasen genau deshalb. Hier am Ende der Linie 7 in Flushing am Rand von New York.